Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 6. Wir sitzen immer noch, wie in der letzten Folge, hier im Noctilum. Und ich würde dann gerne mal versuchen, so einen blöden Dicken hier zu holen. Mal gucken, ob das funktioniert. Haben wir diese drei Schüsse von unserem Turbinengewehr. Ach, dieses... Ding. Komm schon. Klick, 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 Mann. Au, fuck. Overdrive. Ich glaube, wenn ich das besser anpacke, dann geht's. Hock? Really feeling it. Geht. Okay. Oh, da ist noch einer gewesen. Toll. Okay. Ich muss ordentlich pullen. Und wenn ich den Kampf eröffne mit dem Ding, mit meinem Turbinengewehr, scheint er noch keine SP zu generieren. Mies. Okay, also wie vorhin immer eröffnen. Samurai Soul. Dann meine Kette mit den. Dann den Autoslay, dann meine Kette mit der Nahkampfkombi. Mit Rapid Fire hinterher, dann die nächsten und so weiter. Ich suche mir erstmal einen Statisten, wo ich SP generieren kann und dann ballern wir mit dem Übertakten weiter, wenn ich da gleich wieder ankomme. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Aber damit werden Kämpfe wirklich sehr viel intensiver und interessanter mit dieser Übertakten-Geschichte. Dass man dann in der Rüstung auch gleichzeitig noch Boni einbauen kann für verschiedene Angriffsarten, für verschiedenfarbige Angriffe beim Übertakten, finde ich natürlich auch mega. Wenn ich dann für orangene Angriffe noch zusätzliche SP bekommen würde, das wäre natürlich super genial. Mal sehen, was da so alles geht. Schön. So. Holen wir uns mal so ein Lappenvieh. Ah, nein, doch. Alles klar. Hopp. Bam. Schieß mal ein bisschen. Komm. Hopp. 10 Sekunden im Kampf ist nicht eine lange Zeit. Ja, übertakten können wir nicht mehr. Fucking Overdrive! Oh shit, wie viel ist das? Hatta? Runter mit dir. Feuer! Ah, scheiße. Ja, das war doof von mir. Zeug, danke. Der Dick ist auch wieder da. Schön. Voll toll. Blödes Stück Scheiße, ey. Braucht nicht mehr lange bis zum Level Up, sehe ich aber gerade. Den gönne ich mir. Papp. Blöd. Übertakten, habe ich gesagt. Aber?
like knocking people around. Und weiter. Schon. Schon. Und los. Bleib mal unten. Ja. Und weiter. Okay. Nur schön, das da rein. Shit, warum? Fuck! Ey, Mann! Muss immer dahinter stehen, sonst kannst du vergessen. Scheiße, das ist. Ja. Genau, eine hochhelfen, bitte! Gut, aber mit dem riesigen Damage-Output, den ich mache beim Übertrag. Boah, dieser kranke Laserstrahl. Kannst du es vergessen, nur noch Limit Lauf. Mist. Bei dem fucking Damage, den ich mache beim Übertakten, ziehe ich aggro wie Sau. Es ist natürlich nicht so toll. Also was in dieser Strategie halt wirklich fehlt, ist, dass ich diesen einen Skill habe, diesen nicht verwunden Skill, den ich beim Übertakten auch immer spammen kann. Aber dafür brauchen wir ein paar Level und ein paar Klassenringe in der Aero Viper, so wie es aussieht. Also yeah. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne Level 29 werden und zu Mistviechern weiterspielen. Ist da echt nicht mehr viel. Diese Dinger davon haben wir wahrscheinlich auch schon. DNS-Kühlkasse. Was für ein kranker Shit hier rumliegt. Ich meine, ist der Planet. Keine Ahnung. Ich meine, der Planet müsste doch auch irgendwie, naja, rund sein oder so. Mira, meine ich. Und dass hier in jedem Winkel dieses Planeten echt Zeug von meinem scheiß weißen Walschiff rumliegt. So ein bisschen. Na, so ein. Ja. Ja, der Speck da hinten, Alter, Level 30. So, komm, du. Nein, du. Hopp, hopp. Und es geht. Jetzt mach ich mal um, das geht. Schon schwanken. Hopp. Boom. Und damit ihr umgeworfen. Klick. Und nochmal ein bisschen. Tatatatat. Schieß schon. Yeah. 4000 SP. Ich brauche aber trotzdem. Klick. Übertaktet. Tatatat. Umgeworfen. Easy peasy. Ist ein bisschen am Feiern. Okay, ich hätte dann gerne doch noch mal. Ich übertakte dich nicht, du Wurm. So. Schön. Voll.
Ja, und diese Mist-Mini-Viecher, die wollen mir natürlich nicht zum Level-Up verhelfen. Der Dicke da ist mir zu lange und zu viel. Shit. Dann versuchen wir uns da an dem Herrn hier. Level mehr oder weniger, leck mir am Arsch. Irgendwas, was ich beachten muss. Einen kleinen Penner da oben. Der andere wieder kommt. Was das? Wie wenig fehlt mir denn jetzt noch? Ah, 150. Knappe. Tatata. Über Takt. What? Das sah aber vorhin besser aus. Kann man da hochhelfen? Shit, Buddy. Das kannst du auch knicken, soweit. Scheiße. Was gibt's denn hier bitte für ein Blödsinn? Mission. Nordia, Noctilum. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Primordia. Aurora-Knochen, erforsche Oblivia zu 30%. Handlungsmission entgegennehmen. Ja, ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß hier. Wo ist der fucking Testhanger? Danke. Check mal halt Matthew. Irgendwie brauchen wir ja auch noch mal ein paar Harmonie-Missionen, die wir machen können. Denn so ohne können wir ja Kapitel 6 sowieso nicht annehmen. Also, hell yeah. Hey, Matthew, mein Freund. Warte. Ach so, hallo. So, Bruder, was kann ich für dich tun, ne? Hi, du bist auf der Suche nach einem schicken Skell? Die hier sind leider in keinem guten Zustand. Die sind von den neuen Blade-Rekruten ganz schön zugerichtet worden und ich muss jetzt versuchen, die Kisten irgendwie wieder flott zu kriegen. Die Jugend von heute ist unmöglich, oder? Die haben null Respekt. Für die ist das nur eine Art Videospiel. Geld kaputt? Naja, starte ich halt neu. Denken die, wir können zaubern? Man braucht teure Ersatzteile, um einen Scale zu reparieren. Von Aufwand und dem technischen Wissen ganz zu schweigen. Du bist auch bei Blade, richtig? Musst sicher auch immer hinter den Arbeitskollegen aufräumen, oder? Kann ich dich vielleicht für einen kleinen Nebenjob begeistern? Ist keine große Sache, versprochen. Du sollst mir lediglich 40 Stücke arnasisches was? Beaterz bringen. Wenn du das hinbekommst, schaffe ich die Reparaturen wesentlich schneller. Wird zwar trotzdem eine Weile dauern, aber immerhin. Okay. Na, das höre ich doch gern. 40 Stück, Alter. Du bist ja ein wahres Musterbeispiel für einen Blade. Ja, ich weiß. Das ist mir egal. Das weiß ich zu schätzen. Wenn du die 40 Stücke wieder... Erz. Einfach Erz. Zusammen hast, bring sie zu mir. Als Belohnung bekommst du... Darf ich... mal kurz einmischen vielleicht. Ganz kurz, ja. Wer bist du denn? Muss das sein, Aganeva? Da hast du irgendwas von Scale-Reparaturen gesagt. Richtig, geht das zufällig um die neue Panzerung, die du bei dem Scale anbringst, der gestern reinkam. Ja, und weiter. 40 Stücke wieder sind natürlich nicht besonders geeignet, weißt du. Ein Nokar-Spiegelstein würde hierfür schon ausreichen, glaube ich. Ihr Menschen seid vielleicht zu unflexibel, um in technologischer Hinsicht jemals aufzuholen. Stimmt's? Vorsicht, du Knirps! Bring einen zum Manon-Schiff und ich werde daraus eine Legierung für die Reparatur gewinnen, okay? Mehr braucht man dafür nicht. Dann werdet ihr Zeuge davon, was wir Manon unter fortschrittlicher Wissenschaft verstehen, nicht wahr? Na dann zeig mal, was du drauf hast.
Man braucht da eine Menge Material. Nie im Leben reicht da ein einziger Nokar-Spiegelstein. Vergiss es. Okay. Was immer mit diesen limitierten Tanktops, Alter? Was soll das? So. Und ich war so nett und habe das Teil schon gesammelt. Schön. Ein Erfolgserlebnis. Okay. Manon-Schiff. Klick. Schiffsdeck. Hey, was? Nein, du willst... Halt die Fresse. Ich will zum Schiffsdeck. Ich will nicht aus Versehen noch mal mit dir reden. Go, go, go. Wir haben nicht den ganzen Part Zeit, mein liebes Zitronenflieg-Dingsi. Elektroviech. Hallo? Mei Mei. Wer bist du denn? Ja, willkommen bei der Finanzgruppe Glitzer und Funke. Du bist hier, um Miranium einzutauschen. Habe ich recht? Oh ja. Entsprechend unseren aktuellen, ja, 10.000 Einheiten Miranium. Sehr, sehr cool. Nette Brille hast du da, Süße. Also können wir jetzt Geschäft? Yep. Ganz sagen. 10.000 Credits. Cool. Nehme ich. Gut. Und du? Ja, yep, willkommen, willkommen, willkommen. Hast du... ja, yep, ich hab den Shit dabei. Katsam. Der ist ja nicht besonders hochwertig, oder? Willst du mich verarschen jetzt? Naja, für einen menschengebauten Scale wird er schon ausreichen, nicht wahr? Arrogante kleine Bastardviecher, Chipmunks! Wartest du kurz bitte, ein paar Schritte fehlen noch, um aus dem Stein ein tolles Material zu machen, das du aus den Latschen kippst, also sprichwörtlich. Die Legierung ist fertig. Ja, ich hoffe, das ist genug für dein Vorhaben. Tut es, oder? Guckst du verdutzt. Bist du überrascht, wie schnell das ging, ja? Wie super toll unsere Technologie ist, nicht wahr? Fick dich, Bruder. Aber keine Sorge, das geht alle nicht so, nicht wahr? Unsere Technologie ist einfach die allerbeste im ganzen Universum. Stimmt's? Das hier wird nicht nur ausreichen, um den kaputten Skell zu reparieren, sondern auch dabei helfen, Schwachstellen in seiner Panzerung auszugleichen. Ja, also, worauf wartest du noch? Lauf schnell zu Matthew, er erwartet sich ja beim Testhangar. Wieso muss ich eigentlich... Ach, egal. Industriegebiet. Testhangar. Dass ich die Karte immer scrollen muss bis dahin. Wenn ich komplett rauszoome, kann ich nicht mehr auf die Karte, auf die Knotenpunkte der Karte klicken. Das ist ein bisschen doof. So, Matthew. I've been waiting. Ah, du bist zurück. Und da kommt auch schon Aganeba angewackelt. Hallo, ich habe mir gedacht, dass ihr Menschen vielleicht am Ende gar nichts mit der Legierung anfangen könnt. Fick dich. Und deshalb bin ich vorbeigekommen, nicht wahr? Ja, ja, klar. Ihr Manon seid hyperintelligente Supergenies und wir Menschen leider nur minder bemittelte Dummbatzen. Schon verstanden, Aganeba. Wo ist denn jetzt das Zeug, das ihr angeblich aus dem Noka-Spiegelstein gewonnen habt? Regierung, bitteschön. Ist das, aber jetzt möchte ich nur mal wissen, wie. Moment, ist das etwa... Aber das kann doch nicht. Warte mal kurz. Ja, er spuckt schon aus. Oh, wow, jetzt kapiere ich's. Logisch. Eigentlich ziemlich clever, sogar verdammt clever. Ja, was? Ach so, Entschuldigung. Ich war nur gerade so fasziniert. Ich muss zugeben, diese Legierung ist wirklich beeindruckend. Die Methode, die Aganeba verwendet hat, ist ziemlich ganz schön ausgeklügelt. Damit geht die Reparatur sicher leicht von der Hand und der Scale wird noch mal gehörig aufgewertet. Wahnsinn, Aganeba. 1:0 für euch, Manon, würde ich sagen. Aber ist das eine Überraschung? Nein, oder? Aber in Zukunft bist du nicht mehr so skeptisch, was unsere Technologie angeht, stimmt's? Manon-Technologie ist nämlich die allerbeste im großen, weiten Universum, verstehst du? Ey, ja. Und sehr überzeugt von euch selbst seid ihr obendrein. Aber sag mal, würdet ihr unseren Ingenieuren das Verfahren erklären? Das wäre super. Diese Legierung würde unsere Arbeitsprozesse revolutionieren. Das muss der Neid euch lassen. Was? Nein. Also das heißt, nein. Nein, geht nicht. Es tut mir leid, aber das kommt wohl nicht in Frage. Fug?
Warum? Weil ihr das sowieso nicht versteht. Weil das Legierungsverfahren sehr exklusive und streng geheime Manon-Technologie ist. Ja, ja, genau. Ich mag sie nicht. Ich mag diese Viecher auch nicht. Die darf ich auf gar keinen Fall weitergeben, weißt du? Also meine Entscheidung steht. Entschuldige, aber es ist... Und jetzt ab durch die Mitte. Dieser kleine Bengel, meint er, das gefällt mir leicht zuzugeben, dass er mich gerade haushoch übertrumpft hat und so dankt er es mir. Hey, ihr Blades seid doch schon alte Hasen, wenn es um das Verhandeln mit Xenoformen geht, oder? Vielleicht kannst du ihn ja dazu bringen, uns zu zeigen, wie diese Legierung herstellen. Ja, 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 ja. Natürlich ist mir bewusst, dass das hübsches Sümmchen kosten wird, aber für derartige Informationen bin ich gerne bereit, etwas locker zu machen. Jetzt hast du schon viel für mich getan. Da ist das doch sicher ein Klacks für dich, oder? Ja, schon. Ich bin ja auch nur der Idiot, der sich mit diesen blöden Xenomistviechern rumdackeln kann. Okay, wir verschieben das allerdings auf den nächsten Part, Leute, okay? Ja? Boah, fange ich auch schon an, so wie diese blöden Viecher zu reden. Okay, liken, abonnieren, kommentieren, teilen. Korinator und Malek und Twitter und Facebook nicht vergessen. Mein Gamepad gibt so langsam den Geist auf. Also, bis morgen, Leute. Blank out.